Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Selbst der grüne Vogel ist noch da. Schau mal einfach mal, ob der. Oh. Ich habe etwas gehört. Ich auch? Ich habe einen Vogel kaputt gemacht. Na gut. Schauen wir mal, ob wir den Keiler jetzt finden. Und ob der uns richtig aufs Maul gibt. Oh, eine Truhe. Die war halbwegs versteckt. Was? An den Leichen sind komische tote Dinge? Na, erstmal looten. Ich hoffe, die bleiben auch alle tot. Was siehst du da schon wieder? Das sind Speere. Und Draugar sind auch hier. Ob sie wohl gekämpft haben? Ein Nickerchen werden die nicht machen. Hoffe ich zumindest. Jö. Vasen. Ich fasse es nicht. Na, okay. Ich habe mich wieder einbekommen. Hey, da ist noch ein brennendes Stück Holz drin. Wieso kriege ich das nicht? Na nee, gut. Weiter im Text. Oh. Die war schon zusammengebrochen, als ich herkam. Da werde ich kein Geld aufbringen müssen, um die zu reparieren. Aua. Oh. Weg mit der Axt. Ich kämpfe lieber mit Fäusten. Hab das Gefühl, das ist eh effektiver gegen Fieber. Ja, mit der Axt. Kann ich Bäume fällen? Nein. Erst unter der Säule durch. Wer denn? Ach, der Eber. Wie soll er hier runtergekommen sein? Ganz ruhig, Junge. Ich schaff das. Ganz ruhig, Junge. Ellbogen hoch. Ruhig! Hand ruhig. Entspannen. Präzision vor Tempo. Ja. Ja! Verlier nicht. Sehr gut. Das gibt eine Keilerei. Nicht gut, dass der sein Messer verliert. Der muss wohl besser erzogen Junge. Werden. Hallo, Junge. Oh, wieso wird's denn so neblig? Junge! Wo bist du? Ja, ich loot doch hier erst. Chill. Vielleicht liegt hier wieder so eine Maske rum. Komm schon. Atreus. Er wird langsamer. Ja, ich schätze mal dem Blut folgen. Ja, ich würde lieber dem Loot folgen. Ah, wo bin ich denn Atreus. Hier gelandet? Woanders. Das ist hier ein Labyrinth. Atreus! Auf geht's. Mein Sohn steckt in Schwierigkeiten. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld, ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Oh, je, das könnte ein bisschen schmerzhaft sein. Greifen und halten. Oh, nee. Das ist ein Minigame. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Von. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Ja. Ich glaube, ich bin der Stärkste hier. Warum denn nicht?
Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Das ist eine coole Person. Hier lang. Ich mag die Waldhexe. Ich hoffe, die verwandelt sich nicht und wird hässlich. Und gemein. Wie so eine typische Waldhexe halt. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Ach, schon okay. Hab sie nicht wirklich gekannt. Mensch, ist das schön hier. Ein sehr schönes Spiel. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Millie! Hi, Millie! Ist schon gut. Oh, eine Schildkröte. Ja, servus. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Ich glaub euch zwar nicht, aber ich will's trotzdem versuchen. Du bist eine schöne Schildkröte. Ja. Nur nicht fressen. Dich kann ich noch nicht besiegen. Da brauche ich eine größere Axt. Schnell. Hör auf rumzuchappeln. Will doch nur helfen. Ich geh auf den Kreis da. Oh, er spuckt. Halt ihn ruhig. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig, mein Kleiner. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Jo. Du kriegst jetzt erstmal so einen fancy Cocktail für 120 Euro. Mit K.O.-Tropfen. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Oh oh. Vorsicht, Atreus. Trau ihr nicht. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Mhm. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. So sieht's aus. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Na gut, ich geh Blümchen pflücken. Klar. Gartenschaumkraut. Auf zu den Blümelein. Ich bin Kratos und ich mag Blümelein. Weißes Kraut ist mir vertraut. Da ist es ja. Nee, das sind Fische. Kratos, du bist nicht sehr gut. Ah, da. Da. Weiße Blume. Riech doch mal dran. Vielleicht ist da eine Biene drin und die sticht uns und dann kommen wir mit einer ganz dicken Backe zurück. Ich finde das lustig. So, da gibt's noch einen Fischspieß. Her damit. Oh, kann ja mit nix hier interagieren. Na du, Dickerchen. Gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Junge, was machst du denn? Ich hab dich doch Rosen pflücken sehen.
Junge. Hilfst du mir? Ich schaffe es nicht allein. Nimm dein Messer. Hilft das hier? So viel zu intelligent. Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht. Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ich bin ganz schön brummig heute. Hab doch gerade erst ein Blümchen gerochen. Na gut, auf zur Hexe. Können wir einfach durchs Fenster? Nö, natürlich nicht. Dann durch die Eingangstür wie ein ganz normaler Gott. Anscheinend kein Fenstergott. So. Ja, genau was ich brauche. Jo, ist ja gut. Du hast noch mal Schwein gehabt. Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Ja, das klingt doch gut. Lena. Ist eine sehr nette Hexe. Oh. Habe ich mich mit dem Nutella-Brot verschmiert? Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Dankeschön. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dankeschön, Waldhexe. Bist die netteste Person, die ich kennengelernt habe. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Wir haben einen Kompass erhalten. Ein HUD-Element für oben. Das ist ja praktisch. Ich sehe ein Boot. Ja, ich auch. Und ich sehe hier was Pulsierendes. Werde ich hier noch angegriffen? Sehr gut, Junge. Hat die Hexe das absichtlich gemacht? Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Die Albträume. Oder sind die Albträume? Vergessen. Irgendwie albtraumhaft. Schade, ich dachte, es wäre ein Artefakt. Ich glaube nicht, dass ich muss es versuchen, Atreus. Wenn ich dem Loot nicht mehr hinterhergehe, was mache ich denn hier Atreus, überhaupt? Komm her. Da ist die dritte Kiste, um meine maximale Gesundheit zu erhöhen. Ja, ich habe ihn ja auch getreten. Hab den God of War Stempel bekommen. Ist der nicht schwer? Ein bisschen. Ach. Ist offenbar nicht schwer. Wie heißt mein Charakter eigentlich? Ich kenne ihn nur als God of War. Nenn mal ihn Jürgen. Ich glaube, das ist ein angebrachter Name. Vielleicht google ich nach der Episode. Vielleicht auch nicht. Komm schon, Jürgen, bring das Zeug wieder nach hinten. Aber schließt sich nicht selber ein. So. Meine Axt. Ohne die mache ich gar nichts mehr.
Kann ich ins Wasser? Nö. Wo sind denn hier wieder die Siegel? Ich kann echt nicht ins Wasser. Wieso hat Jürgen Angst vor Wasser? Verstehe ich nicht. Na gut, dann müssen wir es vom Boot aus machen. Und hui, was bist du? Du leuchtest auch so schön. Jetzt hast du aufgehört zu leuchten. Na gut. Boah, war die schwer. Nimm doch den schönen Kelch da. Talisman der konzentrierten Vitalität. Okay. Im Menü anzeigen. Gewährt einen Gesundheitsschub. Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Einige Rüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie H, um den Platz an angelegter Rüstung auszuwählen. H? Fahren Sie über den leeren Platz. Ich habe doch gar kein Auto. Klicken Sie auf einen Zauber, um in diesem Platz Rüstung auszurüsten. Aha. Bringen Sie einen Zauber an der Rüstung an. Wunderbar. Was macht der Zauber? Also mein Gesundheitsbonus. Zauberplatz 1. Wunderbar. Ich will doch lesen, was du machst. So, ach da. Bisschen Abwehr. Okay, wir haben auch Glück der Zeiten. Eine Erinnerung an Kratos, verstorbene Frau. Kratos, ich heiße Kratos. Wieso denke ich, dass der Jürgen hieß? Ja, also wir sind Kratos, Gott des Krieges. Hätte ich schon wissen müssen. Jetzt weiß ich es zumindest für die Episode. Das sollte passen. Hey, da ist auch ein Druilein. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ja. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Die Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Kann ich hier nicht übersiedeln? Das ist aber doof. Da war doch ein Kistilein. Das will ich jetzt eigentlich schon haben. Na gut, anscheinend müssen wir zu einem Steg. Ein ordentliches Steg. Na, dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht doch eine Chance haben, zu der Kiste zu kommen jetzt. Ich schaue, dass das aber nicht so lang dauern wird. Hallo? Okay, das sieht definitiv nicht so aus, als ob es mit sich verhandeln lässt. Das hier eigentlich auch. Na, vielleicht mit der Attacke. Attacke! Klappt gerade nicht. Muss wieder aufladen. Okay, da runter geht auch nicht. Würde ich sagen. Komm schon. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich später nochmal hin. Da komme ich nämlich gerade auch nicht hin. Oder das ist irgendein Rätsel, das ich noch nicht verstehe. Kann ich hier das Zeug vereisen? Schön wäre es gewesen. Hab ja so eine Eisaxt. Irgendwie was anderes noch. Irgendwas, was ich fallen lassen kann. Sieht aktuell nicht danach aus. Also, ich werde uns dann nicht hier länger festhalten. Versuchen wir mal im Boot weiterzukommen. Ich bin mir sicher, irgendwann kommen wir hierhin zurück. Vielleicht auch nicht. Dann hätte ich aber keine Ahnung, was ich hier machen hätte sollen. Na gut, auf geht's. Schön, schön schnell machen, Kratos. Alias Jürgen. Das ist dann der Name, wenn wir undercover sind. Wir sind ja ein Gott auf der Flucht oder so. Zumindest ein Floch, der keine anderen Menschen mag. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Ja, die Sache stinkt mir hier auch ein bisschen. Wäre mal gleich wieder verprügelt. Sieh doch mal. Das ist Tor.
des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Aber ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Keine Ahnung. Ihr habt doch gesagt, ich bin nicht in der Lore drin. Ah, der sieht interessant aus, der Du. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Na gut. Sind kaum zu erkennen. Dann lies mal vor. Ich kann nicht lesen. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Weiß ich nicht. Tschüss, Axt. Die Axt kommt nicht zurück. Was ist denn jetzt los? Ich hätte gern meine Axt zurück. Was ist das? Sieht aus wie ein Auge. Es ist die Weltenschlange. Das nur, weil ich meine Axt reingeworfen habe. Hi, Schlangi. Bist du mein nächster Gegner? Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Du hast Mundgeruch, Kollege. Sie spricht? Ja! Mutter sagt dir, sie ist nett! Was sagt sie? Keine Ahnung! Das war unglaublich! Na gut, ich habe kein Wort verstanden. Das ist ein Schiffswrack, siehst du? Nee, sehe ich noch nicht. Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Oh, jetzt komme ich da an die Truhe. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Ja. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Weiß nicht, ich wollte die andere Stelle looten. Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Oh, die war schon ein bisschen größer. Zweitgrößte Schlange, die ich gesehen habe. Eine sehr lange Zeit. Die andere sehe ich immer, wenn ich auf die Toilette gehe. Ja, vielleicht muss ich auch ein bisschen was kompensieren. Sie ist groß. Ich habe Beweisfotos. Ist das der Weg zum Berg? Weiß ich nicht. Alles ist ein Weg zum Berg. Der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Wie kommst du denn hierher? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Ich mag den immer noch. Ein lustiger Zwerg. Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Ich würde hier noch ein bisschen Trocknungsgeräte aufstellen. Sonst kriegst du Schimmel, mein Freund. Rennt ihr überall so herum? Puh. Entschuldigung. Ein Schwert. Her damit. Ah.
Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Ja, das versuchen wir auf jeden Fall mal. Was darf denn sein? Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt in Läden verfügbar. Rüstung kann wie andere Ausrüstung in Läden verbessert werden. Klicken Sie, um das Verbessern-Menü auszuwählen. Yeah. Das Verbessern von Rüstung verbessert Werte und Kraft und kann Zauberplätze hinzufügen. Ich bin noch etwas überfordert. Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeit einiger Fähigkeiten. So viel Dext. So viel Hacksilber habe ich doch gar nicht. Was ist ein Klauenköcher? Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Klauenbogens. Her damit. Atreus muss besser werden. Sehr gut. So, jetzt braucht man wieder mehr Geld. So, was haben wir hier? Kaufen, Zauber. Symbol der Bedrohung. Ein Zauber, der Vitalität um 3 erhöht. Symbol des Trotzes. Ein Zauber, der die Abklingzeit um 3 erhöht. Ein Zauber, der Runenkraft um 3 erhöht. Symbol der Schatten. Ein Zauber, der Glück um 5 erhöht. Her mit dem Glück. Ich brauche Glück. Mehr als alles andere. Ein seltener Zauber. Wunderbar. Wie rüste ich den aus? Da gab es bestimmt einen Text dazu. Herstellen. Wir können eine Armrüstung herstellen. Nee, Wildschweinhaut-Armschienen. Da hätten wir das Wildschwein ja erlegen müssen. Okay, davon können wir uns auch aktuell nichts leisten. Axtknauf. Vergleich, bla bla bla. Oh, Scharfschützen-Abklingzeit. Vollstrecker-Abklingzeit. Scharfschützen-Runenkraft. Stärke. Vollstrecker-Stärke. Boah, herstellen. Wunderbar. Ausrüsten. So, wie rüste ich meinen Zauber aus? Axtknauf. Austarierter Kriegsgriff. Interessant, kann ich mir nicht leisten. Talisman. Talisman des resoluten Schutzes und Talisman der resoluten Macht. Beide ziemlich teuer. So. Verbessern, Leviathan-Axt, keine Ahnung. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Sehr gut. Wie wende ich denn meinen Zauber an? Das finde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal raus. So. Und wo führt das hin? Okay. Kann ich hierhin schnell reisen oder irgendwie... Da ist die Schildkröte. Wildwald. Die Flusslande. Okay. Kann anscheinend... Hab nur den Einschnellreisepunkt. Hier ist die Weltenschlange. Na gut. Ich glaub, da können wir aktuell nichts machen. Raus aus der Tür. Wer hat die eigentlich wieder zugemacht? Und hier geht's wo lang? Hier ist nochmal ein Boot auf jeden Fall und etwas Loot. Hey, könnte kostbar sein. Artefaktset, Galionsfiguren. So. Mist. Das war's nicht. Ich weiß aber nicht, was es sonst war. Schieß drauf. Was? Feind? Nö. Oh, da ist ja noch die Schlange. Ich treffe ja nicht mal eine Möwe. Gut, die habe ich getroffen. Ich glaube, das bringt nichts. So, hier ist irgendwas. Ah.
Junge, bist du hier? Nö. Ah, doch, da. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Das ist richtig. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein. Natürlich. Wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ich tu's. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Echt? Ich darf das nicht machen? Doch. Rein ich damit. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Na gut, dann wird heute nichts geblasen. Runter mit uns. Wäre bestimmt nichts Schlimmes passiert. Bin beinahe überzeugt. Gegner. Atreus fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Sehr schön. Na, die Kämpfe laufen doch schon deutlich besser. Oh. Ich hab doch gesagt, es läuft deutlich besser. Du musst mir nicht alles kaputt machen hier. So. Das Glück, kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Ich hab keine in meinem Inventar. So. Erstmal hier. Entschuldigung. Hacksilber. Vielleicht ist hier ein Schiff da drin. Nö. Ist das hier einfach ein Dock oder? Hallo? Ja, einfach ein Dock. Mit Loot. Das ist immer gut. Okay. Ich glaube, dann müssen wir wieder nach oben. Und ich bräuchte ein bisschen mehr Gesundheit. Der eine Typ, der von hinten attackiert hat, der war nicht freundlich. Gut, hier ist dann auch ein neues Dock. Das blinkt auch ein bisschen. Ah, warte, Kratos, warte! Warte! Er hat nicht gewartet. Ich hätte zuerst das Tor probieren sollen. Na gut. Hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube nämlich, das ist verschlossen. Sonst wäre das hier nicht so elaboriert ausgelegt, der Fahrt. So, da sind nochmal dieselben Runen. Ich kann sie nicht lesen. Beziehungsweise die gleichen. Dieselben wären ja auf der anderen Seite. So. Auf mit dir. Ah, hier kommt tatsächlich rein. Was war das? Weiß ich nicht. Gesundheit. Oh, Atreus ist richtig gut geworden. Nein, der explodiert. Oh, schnell weg. Passiert mir öfter, dass ich mal die Windows-Taste drücke. Vor allem, wenn ich hektisch ausweiche. Wo ist die Echse hin? Oh, schade. Was steht denn da? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Na gut, das kannst du gern probieren. Hier ist eine schöne Tür. Da will ich durch. Ach, das wird nur wieder so ein Wandteppich sein. Das ist die Weltenschlange. Ja. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder oh je. Wird ihn beißen, offenbar. Na gut. Irgendeine Schlange wird Thor beißen. Das kann ich mir gut vorstellen. So, das sieht nicht so aus, als ob ich da durch kann. Das ist furchtbar. Gift. Atrio, ich lauf doch nicht rein. Okay, das Gift ist pausiert. Tja, schön einsammeln. Das ist echt ein richtig spaßiges Spiel. Bisschen spaßiger wäre es, wenn der Kronleuchter gefallen wäre.
Bringt das hier irgendwas? Ah, ich kann runterspringen. Na, immerhin. Das ist ein Platzelwurm. Die sind gefährlich. Habe ich gehört. Wo ist er denn hin? Ich kann noch nicht. Ist ja gut. Stirb, du Wurm. Ist sie tot? Sie ist tot aus. Was ist denn das hier? Oh, ein Truhe mit Totenkopf. Bestimmt nichts Ominöses. Oh. Yay. Was ist das? Hey, ein Sprachschiff getroffen. Wir sollten weitersuchen. So, und was ist das Zeug hier? Atreus, ich bin nicht klug. Sag mir, was das ist. Das ist ein Teil und ein anderes Teil. Die leuchten blau. Und da ist was, was... Oh, das hat nicht funktioniert. Da wollte ich doch gar nicht hin. Wir können natürlich da wieder nach oben, aber hier waren wir auch noch nicht. Hoch mit uns. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Meine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Na gut. Ich hoffe, ich lasse nicht so viele Geheimnisse hinter mir. Auf zum Berg, der ist direkt hinter der Tür. Könnte ich wetten. Vorland. Wow. Wirklich neblig hier. Ja. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht mir nicht etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Sondern? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass... du ihr was angetan hast. Ganz ruhig. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Wenn sie so hieß, ja. Es tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Du hattest doch hoffentlich keine Affäre mit ihr. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Dankeschön. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja. Aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann ich werde... Versuch dein Bestes. Ich werde... Oh. Was ist denn mit dem los? Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Ist er jetzt verbessert oder nur sauber? Oh, Ablenkung kommt gerade recht. Auferstehungsscheine sind jetzt in Läden verfügbar.
Auferstehungssteine können erworben werden, damit Atreus Kratos wiederbeleben kann. Klicken Sie, um den Kaufenbereich im Laden aufzurufen. Auferstehungssteine, wie teuer sind die denn? Ja, halt's Maul. 1000 Öcken, her damit. Gewöhnlich, ein magischer Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie F, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Ein erworbener Auferstehungsstein wird hier angezeigt. Wo hier? Okay, da. Das Gelbe. Sehr schön. Sehr schön. Wie wende ich Zauber an? Gab's noch mehr zu besprechen? Ich glaube erstmal nicht. Na gut. Ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.